Willkommen zu einer neuen Folge Noobs zocken Watch Dogs. Ja, wir stehen hier vor unserer Mission in Schale geworfen. Wir sind jetzt dabei, uns verhaften zu lassen und somit einmal eine Runde Knast umsonst zu kassieren. Ich würde sagen, nicht lang quatschen. Lass uns. Ich starte jetzt einfach die Mission, auch wenn ich da noch jemanden hängen kann. Aber ich glaube, der ist eher am Telefonieren, also nicht interessant. Dann wollen wir die Mission mal starten und ich habe mir vorgenommen, wenn wir die Mission beendet haben, machen wir noch was sehr, sehr Lustiges. Wir gehen saufen. Kalen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen! Pierce. In. Smith. Ja, so schnell ändert sich der Name einfach mal in der Akte. Per Handydruck, alles klar, was los? Gehen wir mal ran, gucken mal. Ich hab's dir gesagt, Mann. Du wirst es erst finden, wenn es dir zwischen den Schulterblättern steckt. Ja, ja, jetzt rein da. Ich bekomm 20 Minuten Prügel, Scheißkerl. Heul nicht. Der bekommt Prügel. Okay, also wir haben jetzt die Möglichkeit, hier den lieben Mann zu hacken. Ich weiß zwar immer nicht, warum die Kameras bei sich tragen, aber gut. Um Nacktaufnahmen von sich selber zu machen wahrscheinlich. Schauen wir mal, wo gehst du denn jetzt hin? Da, er hat auch noch eine Kamera, warum konnte ich die vorher noch nicht hacken? Böser Mann. Reus bei böser Mann. Kamera, sag mal, wo willst du jetzt hin? Jetzt geht ihr doch bestimmt alle Beine erstmal aufs Männerklo, euch gegenseitig filmen, oder was? Ich hab euch durchschaut, Jungs. Mir braucht ihr nichts vormachen. Er hat auch noch eine Kamera. Alter, geht ihr nachher alle auf den... aufs Männerklo, auf den Männerklo. Geht ihr nachher alle aufs Männerklo? Was ist denn hier los? Ich muss hier irgendwas entriegeln. Also da geht es irgendwie hin. Aha. Junge, dreh dich mal um. Nein, du bist uninteressant. Du bist auch, glaube ich, uninteressant. Jawohl. Hacken, hacken, hacken. Komme ich nah ran? Komme ich da irgendwie so ran? Jawohl. Gut. Hacken, hacken, hacken. Das sollen wir hacken. Jawohl. Tor ist auf. Ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Aha. Jetzt sind wir frei, müssen zwischen den Polizisten, also hier so. Oh Gott, nein! Oh, verdammt! Verdammt! So ein Dreck. Jetzt wurde ich entdeckt, weil ich mich verdrückt habe, weil ich die falsche Ecke angewählt habe, verdammte Axt. Jawohl, gut, geladen, Tür ist auf. Ach Gottchen, das funktioniert ja hier. Nein, nicht schon wiedersehen. Hör auf, mich immer anzugucken. Kannst du nicht mal woanders hingucken, oder was? Such dir andere Freunde. Mann, 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 Mann. So, jetzt mal ganz vorsichtig. Ran an die Ecke, komm. Hör auf, dem da irgendwie vor den Latz oder Linse zu laufen. So, und der könnte uns gleich sehen. Und wenn der uns gleich sieht, dann sieht er uns gleich. Der da oben auch? Ei, ei, ei. Aber ich glaube, der oben geht weiter und ist für uns eher uninteressant. Außer der bleibt oben an der Ecke stehen. Der andere bewegt sich nun da vorn. Ja, das ist unsere Chance, sich weiter nach vorne zu bewegen. An die Ecke. Diesmal verdrücke ich mich auch nicht. Ich bin jetzt diesmal sehr vorsichtig. Ich gehe jetzt mit dem Controller um, als wäre das meine Freundin. Schön sachte und vorsichtig. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht,
Oh mein Gott, so wie der auf den Controller drückt und knallt, der Controller ist kaputt. Ja, das ist mein erster PlayStation 4 Controller, der schon ein bisschen abgeknubbelt ist. Die Kreistaste funktioniert nicht mehr, ohne Widerstand zu leisten. Böse Kreistaste. Ah, böse Kreistaste, aber meine Kreistaste leistet leicht Widerstand, wenn ich sie drücken möchte. Ah, schwierig. Er da unten hat eine Kamera. Gut, du hast eine Kamera. Und darum hört sich das ein bisschen härter an, wenn ich diese Tasten drücke. Also, gut, zurück zum Thema. Hier müssen wir irgendwas besorgen. Komme ich denn da irgendwie ran? Nein. Verdammt. Ich müsste also nach unten. Ich muss nach unten und den Leuten da erstmal Hallo sagen. Verdammt. Wie komme ich da am besten nach unten? Kurz nachdenken. Ihn nochmal hacken. Vielleicht dreht sich doch, glaube ich, jetzt hier um. Da kann ich doch ganz geschwind einfach mal vorbeigehuscht an die Wand gedrückt. Ha, keiner gesehen. Hatte keiner gesehen. Oh, schönes Ding. Schönes Ding. Jetzt muss ich nur aufpassen. Das ist eine offene Tür, hoffe ich doch. Hoffentlich ist das eine offene Tür. Eine offene Tür. Oh, zum Glück. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Jetzt können wir uns hier erstmal die Akten besorgen, die wir brauchen. Jordi, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Aha, der Trainingshof ist ganz oben. Wir müssen also noch irgendwas machen. Hier gibt's eine Audiolog. Ja, her mit dem Ding. Ich habe jetzt gerade mein Ziel außer Augen verloren, aus den Augen verloren. Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, was ich jetzt machen soll. Ich müsste, wenn ich richtig gucke, in der ersten Etage, also einmal unter mir, irgendwo hingehen. Irgendwas erreichen. Yeah, gut. Wir haben jetzt oben erstmal einen Riegel, glaube ich. Oder unten auch. Oder nur unten, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt hier mal in Block B. Hier gibt's nämlich auch was. Hier gibt's elektronische Teile. Immer schön her damit. Ja, oh, was ist das? Eine Kamera. Kamera? Ah, Kamera. Ja, 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 ja. Hier waren wir ja schon. Verdammt. Das bringt mir dann somit so herzlich wenig wie Gummibärchen auf heißes Wasser. Ah, geh mal runter lieber jetzt hier. Geh mal runter. Verstecke dich da, genau. So, wir müssen Kamera. Er dreht sich gerade weg, ne? Das ist uncool. Aber da wir das erreichen müssen. Versuche ich jetzt mal gleich hier an die Wand zu kommen. Oh Gott, du kannst doch nicht einfach so mitten im Gang stehen bleiben. Mann, du bist im Knast, Mann. Du hast orange Klamotten an. Hör auf, so einen Scheiß zu machen. Du sollst sie verstecken. Mann. Oh, erstmal in Riegeln. Nicht, dass die uns hier gleich noch ins Leder wollen. Ah, oh, er kriegt gar nichts mit. Wir huschen einfach immer weiter. Also, wirklich, Ubisoft, es geht einfach nicht benutzerfreundlicher. Also wirklich, ich brauche nur eine Taste drücken und schwupp, sie bauen noch nicht mal meinen Stick bewegen. Verdammt! Ubisoft, Leute, ich weiß, viele geskriptete Aktionen sehen cool aus, aber wir Spieler wollen doch auch irgendwas machen, ne? Und nicht nur eine Taste drücken und dann sagen, ey, geil, guck dir das an. Guck dir an, wie geil er sich von einer Deckung zur nächsten bewegt. Ein bisschen langweilig. Aber mich würde mal interessieren, was meint ihr dazu? Ist euch das eigentlich zu einfach? So ein Knopf, Kamera gehackt, ein Knopf, Deckung gewechselt. Ist euch das zu einfach oder macht euch das Spaß? Weil das
auf dem Bildschirm natürlich viel cooler aussieht, als würdet ihr 25.000 Tasten drücken, bis ihr da überhaupt eine Aktion vollbracht habt, die stylisch aussieht, weil die irgendwie nicht hackt oder sowas. Wie seht ihr das? Das würde mich mal interessieren. Das wäre doch mal ein Grund zu reden, oder? Ja, gut. Wo geht's hier weiter? Ich müsste... Dicker Mann, beweg dich. Beweg dich mal. Bitte, 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 beweg dich. Jetzt. Sofort. Komm. Ah, Mann. Also ich bin der Meinung, hinter dieser Wand befindet sich irgendwas. Oder wenn wir jetzt weiter Richtung anderer Seite gehen, befindet sich irgendwas. Da ist ein Mann mit einer Kamera. Kamera. Kann ich hier irgendwas... verdammt. Okay. Hat doch noch gereicht. Konnte ich entriegeln. Subi. Das bedeutet, ich kann jetzt hier um die Ecke flitzen und Deckung wechseln und vorsichtig sein und ja. Und dann schaffe ich das schon. Jetzt muss ich aber ganz, ganz vorsichtig sein, weil der liebe Mann ja mir gleich entgegenkommt, während er dann ein Päuschen macht. Gut. Das wäre dann meine Chance. Zack, 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 zack. Vorsicht bei den Gittern. Zack, so, schön. Da haben wir aber auch noch was. Das hacke ich jetzt gleich mal. Weil das müssen wir eh hacken. Nö, da. So, erstmal Lugi-Lugi machen. Wie sieht das aus? Wo muss ich da überhaupt hin? Weil ich brauche Zeit. Ich habe keine Zeit, das weiß ich jetzt schon. Da, verdammt, verdreht. Der stimmt. Der müsste jetzt Energie geben. Da. Energie freischalten. Einmal drehen, zack, Energie, Batz. Hui! Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Lucky will kein Risiko eingehen. Scheiße, Mann. Finden Sie den Stadionüberlebenden Paul Leonzo. Leonzo. Hier sind natürlich viele Leute, die sich auf diesem Knastgelände bewegen. Die Frage ist jetzt nur, wo ist unser Mann, den wir natürlich jetzt suchen? Also es sieht nicht so aus, als befindet er sich direkt hier. Es sieht einfach nicht danach aus. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Da hinten haben wir noch eine Kamera, die hacke ich mal. Vielleicht finde ich unseren Mann. Ah, da war doch gerade was. Ah, da sitzt der junge Mann. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet mir! Oh Mann, mir halt mal die das Papiere. Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt. Nein, nicht! Nachdem wir mit dir Was fertig habt ihr sind. Vor? Ich gehe nicht mit zum Korrupten. Halt dein scheiß Maul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Oh, jetzt müssen wir uns aber beeilen, wa? Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Ich muss jetzt erstmal den Fahrstuhl holen. Ich hoffe, der Fahrstuhl kommt natürlich pünktlich. Wenn der dicke Mann sich einfach mal schnell umdrehen könnte. Hey, dreh dich mal um. Weil das wäre jetzt meine Chance, wenn du dich jetzt umdrehst. Ah, nein, jetzt bewegt sich der... Oh Gott. Hallo. Jetzt bewegt sich der andere auch noch. Nein, der bewegt sich nicht. Gut, meine Chance. Lauf, Forrest. Oh mein Gott. Beinahe hätte uns der eine Mann da noch gesehen. Der eine Wachmann. Telefon. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst, pass auf. Okay, es wurde kein stiller Alarm ausgelöst, wir passen auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein, ich sag's doch. Es war kein Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Wir wurden reingelegt. Lüg mich nicht an. Wir haben dich doch gewarnt. Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich kann das nicht mehr. Ich sag euch, was ich weiß. Ich schwöre. Bitte, Mann, ich schwöre. Und dein Kumpel? Was ist passiert? Wo ist der jetzt? Maurice?
weiß es doch nicht. Die haben ihn. Vielleicht ist er tot. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Fick nochmal. Gib mir Namen. Ich weiß es nicht. Aber du hast gut hingesehen, oder? Natürlich hat er gut hingesehen, sonst wären wir nicht hinter ihm her. Ja, schön noch einen draufgeben. Gut, Maurice kriegt gerade so richtig schön Haue. Wir müssen uns jetzt natürlich überlegen, wie kriegen wir den da wieder raus, ne? Hahaha, ha, ha. Natürlich mit einer M1014. Jetzt sprengen wir uns den Weg durch die Polizeireihen in einem Knast natürlich. Fokus Boost, natürlich nehmen wir den auch mit. Komm, können wir alles gebrauchen. Wenn ich da jetzt mit voller Wucht reinstürme. Verdammt, nein, toll. Verdammt, Jungs? Mann, ich hab die Tür noch nicht aufgemacht. Ah, so ein Dreck, Maurice, ich komme. Sorry. Es tut mir leid, ich hab vergessen, die Tür aufzumachen. Tut mir leid. Entschuldigung, ich komme jetzt. Ich bin auf dem Weg. Wir schaffen das. Okay. 1, 2, 3 und los. Oh mein Gott. Oh Gott, was mache ich hier? Das kann einfach jetzt gleich nur in die Hose gehen. Sag ich doch, das kann nur in die Hose gehen. Das war so unüberlegt. Wie kann man nur so unüberlegt da reinstürmen? Ich habe den Fokusboost sofort aufgebraucht. Also das restliche Zeug, was ich an Fokus noch hatte. Ich bin jetzt schon zweimal gestorben. Ich müsste mich ein bisschen mehr konzentrieren. Ein kleines bisschen. So, wir haben die Panzerfaust hier hacken. Boah, jetzt muss ich das nochmal hacken, ne? Mit der Kamera habe ich die Tür geöffnet. Wenn die Tür jetzt noch zu ist, die Tür ist noch zu. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? So, ich höre den Leuten jetzt auch nicht zu, weil das kennen wir ja jetzt schon. Okay, dann stimmen wir da jetzt mal rein. Ja, ja, jeder weiß, dass ich da bin. So, verdammt am Boden. Ist mir doch egal. Bam! Damit hättest du jetzt nicht gerechnet, ne? Ich stürme mal weiter vor. Wo bleibt die Verstärkung? Ha! Wow! Komm mal klar, Junge. Köpfe runter! Oh Gott, nee. Mein Fokus brauche ich jetzt nicht. Beamter verletzt. Was geht mich dein Beamter an? Ihr macht hier krumme Dinge, Alter. Was ist los? So. Mann, Mann, Mann. Shit. Gott. Jawohl. Gib mir mal deine Schrotflinte. Ah, shit. Oh, nee. Komm mal ran hier auf einen Zentimeter. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Der ist mir zu böse. Oh Gott, lauf, Forrest. Oh Mann, das ist ja nicht normal. Na, komm. Oh mein Gott, ich muss weiter weg. Ich muss noch weiter weg. Ah Gott. Ah, komm, sterb! Ich muss nachladen. Oh Gott, erstmal Fokus ausmachen. Jetzt kommt er vor. Oh Gott. Ich muss hier weg. Ah, sterb! Sterb, du! Du böser Mann! Lass mich hier, geh mir vom Schlimmi! Oh, du sollst dich doch nicht da verstecken, meine Güte. Wie kann man denn so verballert sein? Ich habe, glaube ich, die Mehlpackung zerschossen. Nein, die böse Mehlpackung! Tötet die böse Mehlpackung! Mann, hörst du mir mal auf den Latz zu gehen, oder was? Du kriegst mich nicht, ich bin an der Ecke. Jawohl! Geile Sache, wir haben...
Gott, da kommen ja noch mehr. Ja, das sind jetzt aber einfache Polizisten. Na, die, den geb ich jetzt mal einmal saures. Kann ich da durchschießen? Nein, leider nicht. Ja, du hättest nicht hochgucken sollen. Ich hab zwar da jetzt durchschießen wollen, aber du hättest nachdenken sollen, mein Freund. Hast du nicht. Gut, hier haben wir Munition gekriegt. Was hat er denn da? Was ist denn das? Nee, nichts Wichtiges, okay. Nichts Wichtiges. Hier müssen wir nochmal was entriegeln. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Zumindest unseren Mann zu finden. Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, sind dran. Ja, dem haben wir es jetzt gegeben. Jetzt müssen wir hier bloß weg, ne? Jordi, erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Okay, jetzt machen wir uns erstmal nackig, ziehen uns um, erstmal in unsere schönen Pantoffeln schlüpfen und gucken, wo Jordi uns ein neues Hotelzimmer gebucht hat. Meinen die jetzt mich? Ich glaub nicht, ne? Die können gar nicht mich meinen, weil... Ja. Warum können die mich eigentlich nicht meinen? Hm, das weiß ich nicht. Also, ich gehe davon aus, dass sie mich doch meinen. Erstmal ein Gemcom mitnehmen, das ist super. Voll. Auch supi. Gut, meine Freunde, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie es weitergeht und was hinter dieser Tür auf uns lauert. Oh Gott, ich habe es jetzt fast verraten. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr freut euch darauf, wenn wir uns da durchboxen müssen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen freuen, nach oben freuen. Das würde mich wirklich supporten. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.